Ich begrüße euch. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Diese Aufnahme nenne ich die karmische Wende unseres Schicksals. Und ich möchte erklären, warum, was ist das für Wende und was kommt in unserem Leben. Und es trifft uns alle. Erstmal möchte ich erklären, was ist ein Mondknoten, beziehungsweise davon gibt zwei. Mond kreist um die Erde. Und diese Bewegung ist ein Mondmonat und hat dem Mond einen eigenen Laufbahn. Und unserem Planet Erde bewegt sich auch. Bewegt sich durch den 12 Tierkreiszeichen. Und für diese Bewegung braucht unserem Planet genau ein Jahr. Für unsere Wahrnehmung scheint das aber so zu sein, dass die Bewegung die Sonne macht. Das ist die Scheinbewegung, die Sonne. In Wirklichkeit, unser Planet Erde bewegt sich. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sterne oder Wandelsterne. Also das sind die Bewegungen. Und diese 12 Tierkreiszeichen, wo sich unserem Planet bewegt und auch anderen Planeten auch, diese 12 Tierkreiszeichen sind miteinander verbunden. Die sind Stammbilder. Und diese Band heißt Ekliptik. Und in diesem Gürtel, in diesem Ekliptik, in diesem Bereich befinden sich diese 12 Tierkreiszeichen. Es gibt zwar ein 13. Stammbild auch in diesem Bereich Ekliptik und diesem Stammbild heißt Schlangenträger, befindet sich zwischen Skorpion und Schütze. Aber gehört nicht zu dem Tierkreiszeichen. Also diese Tierkreiszeichen sind auch Sternbilder und die sind miteinander verbunden und dieser Gürtel heißt Ekliptik. Nun, wir können das so vorstellen, dass die Ekliptik wie eine Autobahn und die Mondumlaufbahn ist auch eine Autobahn und die beiden Bahnen kreuzen sie sich. So wie ein Autobahn kreuzt die andere. Es ist eine Kreuzung. Und von diesem Kreuzung gibt zwei. Einmal, wenn die Mondumlaufbahn von Süden nach Norden die Ekliptik kreuzt, das heißt dieser Punkt aufsteigende Mondknoten. Und genau gegenüber, wenn die Mondumlaufbahn kreuzt, die Ekliptik von Norden nach Süden und dieser Punkt heißt absteigende Mondknoten. Und die liegen immer gegenüber. Und diese Punkte bewegen sich auch. Die Richtung ist nicht identisch mit der Bewegung, mit der Richtung die Planeten, sondern die bewegen sich in andere Richtungen. So wie das Sonnensystem, das gesamte Sonnensystem hat auch eine Bewegung, zwar langsamere Bewegung als die Planeten das machen und die machen die Sonnensystem auch eine Gegenbewegung, eine andere Richtung und dadurch entstehen die Zeitalter. Und wir haben bis etwa 2000 haben wir uns im Fischenzeitalter befunden und ab Jahr 2000 etwa ist die Wassermann-Zeitalter begonnen. Und diese Bewegung, was ein Zeitalter etwa dauert 2000 Jahren, diese Bewegung macht die Sonne, die gesamte Sonnensystem. Und diese Richtung ist genau andere Richtung wie die Planetenbewegung. Und mit dieser Richtung sind identisch die Bewegung dieser Mondknoten.
Das heißt, zurück zu dem Mondknoten, dass die Mondknoten, diese zwei Schnittpunkte, bewegen sie sich auch, aber genau in andere Richtung, als die Planeten die Bewegung machen, in diesem 12-Tierkreis zeichnen. Und die Richtung bewegt sich die Sonnensystem in einer höheren Ebene, wo die Zeitalter beschreibt. Also nach dem Fischenzeitalter kam nicht die Wiederzeitalter, sondern eine Rückwärtsbewegung. Das heißt, nach Fischen folgt die Wassermann und wir leben gerade im Wassermannzeitalter. Und die Richtung bewegen sich diese beiden Mondknoten auch. Und jetzt ist eine Wende. Das heißt, heute, und das ist 28. April 2017, und ich habe das exakt nachgeschaut, auch die Uhrzeit hat mich interessiert, welcher Augenblick befindet sich diese Wende, das ist 17 Uhr, verlässt die aufsteigende Mondknoten die Tierkreiszeichen Jungfrau und übergeht in Tierkreiszeichen Löwe, und die absteigende Mondknoten verlässt die Tierkreiszeichen Fischen und übergeht im Tierkreiszeichen Wassermann. Und das ist eine Wende, eine karmische Wende. Hier geht es in diesem karmischen Knoten. Aber noch möchte ich noch näher beschreiben, diese beiden Knoten. Also das habe ich erklärt, was das genau ist. Das ist die Mondumlaufbahn und diese Ekliptik, wo sich in zwei Punkten kreuzen. Und dazu noch, vielleicht ist es auch interessant, mal zu erwähnen, wenn in diesen beiden Punkten ein Vollmond oder Neumond entsteht, dann sind das die Finsternisse. In indischen Astrologie oder Astronomen, die indischen Astronomen, Astrologen sagen, die Sonne, die Drache verschluckt die Sonne. Weil die indischen Astrologen beschreiben diese beiden Knoten als Drache. Und die sagen, dass dieser absteigende Mondknoten ist die Drachenschwanz. Und die aufsteigende Mondknoten gegenüber ist die Drachenkopf. Und hier geht's um Karma. Natürlich haben die Inder einen Bezug zu diesem Mondknoten, weil sie glauben an Wiedergeburt. Sie glauben an die Karma. Für unseren christlichen Glauben ist es etwas schwieriger vorstellen, weil wir haben eine andere Lehre. Und uns wird das nicht belehrt, an diesem Karma zu glauben. Und ich möchte nichts Religiöses vermitteln. Jeder darf glauben, was will. Und das möchte ich überhaupt nicht beeinflussen. Mir geht's um die Sternen. Und diese Sternen sagen, oder dieser Mondknoten sagt, das ist die karmische Knoten. Und bei diesem Drachenschwanz oder absteigende Mondknoten handelt sich um alten karmischen Erinnerungen. Und das haben wir auch einzeln, auch im Horoskop, wo beschreibt, welche karmische Erfahrungen wir gesammelt haben. Das ist vielleicht nicht ein Leben, sondern mehrere Leben. Und das Gesamte wird zu einer Tierkreiszeichen zugeordnet. Und hier, was uns alle wirkt, diese Bewegung, dieser Mondknoten, natürlich löst etwas auch auf unsere Erde oder aus der Bevölkerung, auf uns Menschen und wirkt an uns alle. Und das sind alte karmische Erinnerungen und es wird jetzt zugeordnet im Tierkreiszeichen Wassermann. Natürlich speziell die Wassermann geboren, aber jetzt gerade karmische Aufgabe und es beginnt auch, aber im Grunde genommen wirkt dieser Knoten auf uns alle. Und gegenüber haben wir die Lernaufgabe. Das ist das Drachenkopf, was wir aneignen sollen, was wir lernen sollen, was uns hilft, uns weiterzuentwickeln. Und im heutigen Tag, und ich habe, wie gesagt, nachgeschaut, das ist exakt 17 Uhr, wo dieser Übergang ist, beginnt dann die Wirkung im Tierkreiszeichen Löwe. Und von den Tierkreiszeichen Löwe lernen wir etwas. Diese alte Karma oder absteigende Mondknoten,
auch gerade diese Wende von Fischen, jetzt die Wende, die Übergang, auch Wassermann, heißt nicht, dass wir die Vergangenheit verleugnen sollen und so tun, wenn da nichts wäre. Und wir sollen das alles loslassen, weil hier sind auch Schätze verborgen, Talente, Fähigkeiten, etwas, wo wir uns auskennen, was uns vertraut ist, oder Gedanken und Ideen, und das passt ganz gut, oder Erfindungen, das passt sehr gut zu dem Tierkreiszeichen Wassermann, das ist das Geist. Und wie bringen wir das im Vorschein, wenn wir Richtung Löwe schauen, das ins Licht zu bringen, das zu weiterentwickeln. Und das ist jetzt gerade diese Wende, wo wir stehen, und das bedeutet einen neuen Zyklus. Und viele ist es gerade karmische Begegnungen, karmische Erinnerungen. Und interessant ist noch, dass im selben Augenblick, fast könnte man sagen, im selben Moment, wo diese beiden Knoten diesen Übergang machen, nochmal die absteigende Mondknoten, dieser Drachenschwanz, die alte Karma, die Vergangenheit, übergeht gerade von Tierkreiszeichen Fischen auf Tierkreiszeichen Wassermann. Und was wir lernen, welche Richtung wir schauen, wo wir weiterentwickeln können, ist gleichzeitig auch ein Übergang und verlässt die Jungfrau und übergeht gerade zu Löwe. Und im selben Moment übergeht die Venus von Tierkreiszeichen Fischen auf Tierkreiszeichen Widder. Das heißt, die Venus hat eine Verbindung zu beiden Knoten. Beide übertreten die Grenzen und im gleichen Moment. Das heißt, die Liebe, weil Venus ist immerhin die Liebesplanet, aber die Frieden auch und das Kunst und das Harmonie ist auch wie ein Neubeginn. Und die Tierkreiszeichen wieder symbolisiert auch diesen Neubeginn. Und da stehen wir in diesem Kreuzung, in diesem Wende. Nicht nur einzeln, natürlich viele einzeln erleben das gerade auch, dass sie gerade Neuanfang haben im Leben oder eine karmische Begegnung oder finden ihre Seelenpartner. Die Chancen sind da. Sondern das wirkt auch in unserem Planet Erde auch, dass das wie ein Neuanfang ist im Menschheit. Immer mehr Menschen begegnen sich an die Liebe, an dem Frieden, an dem Kunst, an dem Schönheit. Das ist wie ein Neubeginn auch. Und die Richtung zeigt die Tierkreiszeichen Löwe. Natürlich die Venus wirkt auch, weil die Venus hat ein Einfluss auf beiden Knoten und ist auch im Übergang und beginnt etwas Neues. Und im Tierkreiszeichen wieder ist ein Symbol für diesen Neuanfang. Sondern was sagt die Löwe? Was ist diese Richtung, wo wir gerade gehen? Die Löwe, die Tierkreiszeichen Löwe, ist auch das königliche Zeichen, die Herrschende. Ist hier in diesem Bereich befindet sich auch die Stern Regulus, also das Herz der Löwen, ein königlichen Stern seit tausenden Jahren und Symbol für Herrscher oder Könige oder, und hier zeigt uns unserem eigenen Leben, unserem Selbst zu beherrschen. Aber gegenüber die Wassermann, das ist die Gesellschaft, die Kontakte zu anderen Menschen, auch Freundschaften, auch Gruppen oder Aktivitäten mit anderen Menschen. Das ist natürlich auch das Ausgeglichenheit. Die beiden Knoten muss ausgeglichen werden. Das heißt, dieser Löwe ist ein Hinweis, zu unserem Selbst zu finden, unserem eigenen Schicksal zu beherrschen, unserem Herz wahrnehmen und unserem Herz folgen. Und dann hilft auch die Venus, das kann auch die Liebe sein oder karmische Begegnungen gerade. Aber alles, was ein Herzensangelegenheit ist,
die Berufung, die Hobby, die Freundschaften, die Familie, die Tiere, die Natur oder wirklich die Partnerschaft auch. All diese Dinge, was wir mit Herz begegnen in unserem Leben, sollen wir beherrschen, einnehmen und darum kümmern, dass wir das auch zulassen. Und das ist gerade eine Lernaufgabe. Und die alte Karma, was sind Erinnerungen im Wassermann? Das ist die Freiheit. Wassermann symbolisiert die Freiheit. Herrscht auch über die Tierkreiszeichen Wassermann. Der Planet Uranus wurde entdeckt in die Französische Revolution, also während die Französische Revolution, symbolisiert die Brüderlichkeit, die Freiheit. Damit möchte ich nicht sagen, dass das zu einer Revolution kommt oder kommen soll. Ich bin für die Frieden. Aber die Ideologie, das ist wichtig zu erkennen, diese Ideologie, Brüderlichkeit, Freiheit, diese Zusammenhalten Menschen oder Gruppen oder Aktivitäten. Und das ist die Erinnerungen, was hier hervorruft im Wassermann. Und das ist die eine Seite, die Wassermann, die andere Seite ist das Geist, diese erfinderische Geist, die Erfindungen und auch dieser schöpferische Geist, was die Wassermann vermittelt, das sind auch Erinnerungen, Talente, Fähigkeiten, Erfindungen, was jetzt im Tageslicht kommt. Also die Ideen, die Ideologie und auch dieser erfinderische Geist, die Ideen auch. Aber auch die Wassermann, die Weitblick, die haben einen anderen Blick, wie ein Adler von oben, dieser Weitblick, die Zeit vorausdenkende. Und das ist die Entwicklung und das ist alte karmische Erinnerungen, was jetzt hochkommt. Nicht viel bei vielen Menschen einzeln, in einzelnen Schicksalen. Aber im Gesamt, auch auf die Erde, das ist die Richtung, wo wir uns Menschen bewegen. Das kommt ins Tageslicht und wir entwickeln uns Richtung Löwe, das Selbst zu sein, diese Stärke zu zeigen, dazu stehen und die Herz wahrnehmen. Und über die Tierkreiszeichen Löwe herrscht die Sonne, also unsere innere Sonne zu entdecken, und das hat einen Bezug zu unserem Organ, unserem Herz. Das wird die Herz folgen und gleichzeitig hat in diesem Moment, wo dieser Übergang ist, noch eine ganz starke Wirkung von Venus, weil die Venus berührt die beiden Punkte, hat eine, könnte ich sagen, Venus bestrahlt die beiden Punkte und hier geht es um die Liebe. Hier geht's um Frieden, hier geht's um Ästhetik, hier geht's um Schönheit. Und in diesem Moment, wo das alles stattfindet, steigt die Tierkreiszeichen Waage im Osthorizont auf und macht sich sichtbar. Und die Waage ist die Tierkreiszeichen für Schönheit, Ästhetik, Gerechtigkeit, Harmonie und auch Liebe. Und über die Tierkreiszeichen Waage herrscht der Planet Venus. Also eine ganz starke Venus-Energie gerade in diesem Prozess. Und wo befindet sich unser Planet Erde? Unser Planet Erde befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Und die Tierkreiszeichen Skorpion ist gerade in diesem Bereich, ist Fortuna. Das ist kein Planet in dem Sinne, aber eine Energie, was uns Glück bringt. Das heißt, in diesem Moment, wo dieser neue Zyklus beginnt, Fortuna bestrahlt unser Planet Erde. Das ist mal vielleicht auch wichtig. In dem gleichen Moment hält Sonne und Mond eine Verbindung, eine enge Verbindung im Harmonie. Sonne im Tierkreiszeichen Stier, Mond im Tierkreiszeichen Zwilling
Und zwei Nachbartierkreise zeichnen, wo sich unterstützen. Das heißt, die Mondenergie gibt die Luftelement, die Leichtigkeit für die Sonne und die Sonnenenergie von Stier, die Erde, die Stabilität und Sicherheit. Also auch die Realität, auch die Natur, auch die Ernährung, all das. Ein Austausch zwischen Sonne und Mond, zwischen Zwilling und Stier. Das heißt, Sonne und Mond sind im Gleichgewicht. Die unterstützen sie sich gegenseitig. Die Mond gibt die Luft, die Leichtigkeit und die Sonne gibt die Stabilität und die Sicherheit. Gleichzeitig, und das ist in dem Moment, wo dieser Übergang ist und wie in diesem Moment, wo dieser neue Zyklus beginnt. Und dieser Moment steigt Waage in Osthorizont auf, hält die Gleichgewicht auch das innere Gleichgewicht, auch das Liebe und Frieden und Harmonie und Gerechtigkeit vermittelt. Im gleichen Moment übergeht Venus von Fischen auf Tierkreiszeichen wieder, Neubeginn, was die Liebe betrifft. In erster Linie geht es um Beziehungen und Liebe natürlich, aber alles, was wir lieben, und genau das ist die Richtung, wo die Menschheit jetzt den Weg sucht, die Ausweg, und die Ausweg zeigt die neue karmische Erfahrungen, die neue Zyklus beginnt. Und die Richtung ist die Tierkreiszeichen Löwe, beherrschen das eigene Ich, im Gleichgewicht halten mit Brüderlichkeit und Frieden und Freiheit. Die Wassermann, das ist nämlich, liegt gegenüber und die zwei Knoten haben eine Verbindung zueinander. Das heißt, die Löwe, Wassermann, verbinden sie sich gegenseitig. Und die Knoten verbindet das alles und damit beginnt dieser neue Zyklus und unsere neue Lernaufgabe. Alles, was die Wassermann beinhaltet, die Ideologie und die Freiheit und auch das erfinderische Geist und das Weltweitblick, dieser Weitblick und diese Leichtigkeit, dieser Luftelement. All das sind schöne karmische Erinnerungen für uns alle. Und das sollen wir bewahren, schützen und hüten. Und der neue Weg ist, was wir all das entdecken, das ist unserem Selbst. An unserem Selbst, auch diese Selbstfindung, zu uns selbst zu stehen, diese Stärke zu zeigen. Und unserem Herz folgen, hier ist auch dann auch Regulus, dieser königlichen Stern, das Herz der Löwen. Und beherrschen unserem eigenen Leben, unserem eigenen Schicksal in Verbindung zum anderen. Aber auch akzeptieren auch andere, das im Gleichgewicht halten, weil diese karmischen Knoten ist nicht nur der neue Weg, das in dieser Richtung uns entwickeln und nur das Sehen, nur uns selbst und sonst nichts, sonst entsteht vielleicht eine egoistische Haltung, dann kippt die Gleichgewicht. Also die Aufgabe ist, die beiden Löwe, Wassermann, die Drachenschwanz, Drachenkopf auch im Gleichgewicht zu bringen, irgendwo in Mitte zu finden. Das ist hier die Aufgabe und gleichzeitig auch wahrnehmen, welche Tierkreiszeichen gerade sich zeigt und bringt uns Licht. Das ist die Waage und natürlich auch die Venus als Liebesplanet auch wahrnehmen. Das bedeutet, das wirkt auf uns alle als Mensch, für die ganze Menschheit, aber bei vielen Einzelnen heißt es Neubeginn in die Liebe, karmische Begegnungen, die Seelenpartnerschaft erleben, karmische Erinnerungen, neue Aufgabe, eine Entwicklung. Im Allgemeinen, aber auch bei den Einzelnen, und ich gehe auf den Planet Erde nochmal zurück,
Fortuna, dieses Glück bestrahlt unseren Planet Erde. Und das befindet sich im Skorpion. Unser Planet Erde bewegt sich im Skorpion. Das Glück ist da, aber das ist eine Wandlung. Eine Wandlung oder Umwandlung, was gerade auf die Erde passiert. Und das ist das Inneren Kraft, das, was die Skorpion zeigt. Hier herrscht Pluto und hier herrscht Mars. Beide ist die Kraft. Die Kraft, aber diese Kraft kommt von dem Inneren. Und das, was die Skorpiongeborenen gut können, diese Wandlung, diese Transformation, diese Kraft dann von die Tiefe zu holen und steigen wie Phönix aus der Asche. Das ist diese transformierende Kraft. Und in diesem transformierenden Kraft, in diesem Wandlung befindet sich unser Planet Erde. Und ich finde diesen Moment sehr wichtig, weil das ist ein neuer Zyklus, was hier beginnt. Und das wollte ich mal astrologisch so beschreiben. Und sicherlich viele Einzelnen in ihren einzelnen Schicksal erleben auch diese Wandlung. Immer mehr nehmen das Herz wahr. Und immer mehr suchen die Liebe und die Chancen sind da, die Liebe zu finden. Und das ist nicht das Flirt gemeint, sondern hier geht es wirklich um Seelenpartnerschaft oder Begegnungen mit Menschen, was wir karmisch was damit zu tun, karmische Erinnerungen hervorruft. Und diese Wandlung ist sehr wichtig und natürlich auch wichtig hier etwas auflösen, weil in diesen alten karmischen Erinnerungen sind nicht nur die Talente und Fähigkeiten und nicht nur das Vorteil da, sondern liegen noch andere Erinnerungen auch, wie Enttäuschungen oder etwas, was wir mitschleppen, weil wir das noch bis jetzt nicht loslassen können, weil wir da vertraut sind. Und wir meinen, das gibt uns die Sicherheit, weil das wir schon kennen. Aber das hindert uns, weil wir schleppen das mit. Seit langer Zeit schleppen wir das mit. Und hier von diesem Hindernisse, diese alte karmischen Stolpersteine einfach verabschieden. Also hier haben wir auch noch einen anderen Aufgabe auch, das auch loslassen. Wir könnten das so vorstellen, wenn wir geboren sind, haben karmische Erinnerungen, also wir kommen nicht mit leeren Händen, sondern wir haben einen Rucksack und da ist alles eingepackt, was wir erlebt haben. Und dieser Rucksack mal aufräumen und das, was uns weiterhilft, weil das sind Talente, Fähigkeiten da, das behalten und das, was uns bedrückt, weil da sind alte Gewohnheiten, was nicht gut ist, wie Ängste oder Enttäuschungen von Vergangenheit. Alles raus von diesem Rucksack, weil warum sollten wir das noch weiter mitschleppen? Das ist schwer und davon sollten wir verabschieden. Und die Tierkreiszeichen Wassermann hilft dabei, weil das ist Luftelement. Also wir brauchen Luft zum Atmen und wir brauchen in diesem Rucksack auch mehr Platz. Also ein bisschen luftiger machen und da aufräumen. Und so könnte ich diesen besonderen Tag beschreiben. Ich wiederhole die Datum, das ist 28. April 2017. Der Übergang ist exakt 17 Uhr. Dann ändert sich die Mondknoten wechseln, das ist ein Wechsel und im gleichen Moment wechselt sich die Position auch die Venus. Das heißt, die alte Karma, die absteigende Mondknoten wechselt sich von Tierkreiszeichen Fischen auf Tierkreiszeichen Wassermann. Die neue Aufgaben, Lernaufgaben, das neue Weg, die Ausweg eigentlich ist, wechselt sich von Jungfrau auf Löwe und im selben Moment wechselt sich Venus von Fischen auf
wieder, also Neuanfang, Neubeginn. Das ist zufrieden für Kunst auch, aber auch die Liebe. Und im selben Moment bestrahlt Fortuna unseren Planet Erde. Und ein Einfluss gibt's auch von Fixsternen auf dem absteigenden Mondknoten, also alte karmischen Erfahrungen. Und dieser Stern, was dieser Mondknoten, also die Drachenschwanz, das alte Karma bestrahlt, das ist die Stern Albireo. Und dieser Stern Albireo ist ein Stern im Sternbild Schwan. Übersetzt heißt es das Spitze des Schwanes oder die altgriechischen Sagen dazu zu diesem Stern. Das ist wie ein Vogel. Und die arabische Astrologie sagt, das ist das Lied des sterbenden Schwanes und die beschreiben diesem Stern etwas absterben lassen, damit etwas Neues beginnen kann. Es ist auch eine Art Wandlung, weil es ist ein Vorteil, wenn wir etwas verabschieden können, etwas loslassen können. Und genau dieser Stern, das Abschied, das Sterben des Schwanes. Aber dieser Sternbild Schwan hat nochmal eine Geschichte. Und das ist eine schöne Liebesgeschichte von chinesischer Mythologie. Und das erzähle ich noch vielleicht kurz, weil das hat auch einen Einfluss von dieser Wandlung gerade. Es gab ein Junge, ein Hirtenjunge. Und im Himmel gab es eine Fee. Dieser Hirtenjunge heißt Altair. Und diese Fee heißt Vega. Und diese Fee von dem Himmel schaute immer dieser Hirtenjunge an und verliebte sie. Und dann kam auf die Erde und die beiden haben noch verheiratet. Und haben sie sich geliebt. Er blieb Hirtenjunge und diese Fee fang an auch arbeiten und sie war die Weberin. Und sie haben eine glückliche Beziehung gehabt. Bis dann der Himmelskaiser, und das ist im chinesischen Astrologie der Sonne, sagt zu seiner Frau, die Himmelskaiserin, und das ist im chinesischen die Mond, also die Sonne, sagte zu dem Mond, unsere Fee hat die Himmel verlassen und lebt unten bei diesem Hirtenjunge, was machen wir denn? Bis dann, sagt die Himmelskaiserin, wir holen wieder zurück in die Himmel. Und so trennte dich die beiden, die Hirtenjunge und die Weberin. Aber die beiden haben aber Sehnsüchte gehabt, weil sie haben sich geliebt. Und das hat die Schwan, und genau in diesem Sternbild sprechen wir jetzt, und diesem Sternbild hat einen Einfluss jetzt auf die absteigenden Mondknoten. Und dieser Schwan beobachtet die ganze Situation und hat überlegt, wie könnte ich zu den beiden helfen, diese beiden Liebenden, und kam zu der Idee, er baut zwischen den beiden eine Brücke aus Schwanen. Weil die Mitte fließt die Milchstraße, was die Chinesen als die gelbe Fluss betrachtet haben. Sie haben gesehen, die Milchstraße ist wie ein Fluss und den beiden Sternen, Altair und Vega, die liegen gegenüber und die beiden Sternen werden von der Milchstraße im Himmel getrennt. Und die Mitte verbindet die beiden, die Sternbild Schwan. Und bildet sich diese Brücke aus Schwanen und diese Mythologie erzählt, diese Geschichte erzählt, die beiden Liebenden, die Hirtenjunge und diese Fee, diese Weberin, sie treffen sich in dieser Brücke einmal im Jahr. Und es ist der Tag der Liebe. Und es ist der siebte Tag, der siebte Mondmonat nach diesem chinesischen Kalender. Und das ist eine Brücke aus Schwanen. Und diese Brücke, dieser Schwan, wirkt gerade auf die absteigenden Mondknoten in diesem Moment, wo dieser Übergang ist.
Also das heißt, wir sind wie momentan noch wie in einer Brücke. Also wir bauen gerade die Brücke zu die Liebe. Hier ist die ganze Essenz und die ganze Botschaft, geht es um die Liebe und Kunst und Harmonie und Frieden und Menschlichkeit. Und in diesem Brücke bauen sind wir momentan in dieser Zeit. Damit beginnen wir einfach mal. Und das ist die Geschichte dazu. Und vielleicht noch kurz über diese Drache auch noch was sagen, weil diese Mondknoten betrachten die indischen Astronomen und Astrologen als Drache. Und diese Bild Drache, das erscheint immer wieder in Mythologie. Einmal hütet die Drache die goldene Vlies der Widder, bewacht diese Zauberwald, wo diese goldene Vlies befindet. Und dann kommt in Geschichte nochmal die Drache vor, wo sich die goldene Apfelbaum behütet in Atlasgebirge. Und dieser Apfelbaum gehört zu Hera, zu Zeus Ehefrau. Das hat sie als Hochzeitsgeschenk bekommen. Und das ist das Apfelbaum, das goldene Apfel, was verleiht ewige Jugend und Schönheit. Und also zweimal kommt das vor, einmal bei die Bewachung des goldenen Vlies, einmal die Bewachung des goldenen Apfel, kommt beides Mal das Farbe Gold, was auch zugeordnet ist, auch als Metall. Als Metall, Gold ist zur Sonne zugeordnet. Und genau das ist die Richtung, wo wir gehen, diese Gold zu entdecken. Im Tierkreiszeichen Löwe, weil hier herrscht die Sonne. Und eben die Sonne hat einen Bezug zu Gold, unserem Herz auch. In dieser Richtung befinden wir uns also auf die Goldsuche, jetzt im symbolischen Sinne, dass wir unserem Herz entdecken. Und diese Herzensangelegenheit, und dass wir das folgen, was unserem Herz sagt, und versuchen, unserem Leben so in Form zu bringen. Und das ist diese Richtung auch. Aber mal zurück zu diesem Drache, also in Mythologie erscheint so zweimal dieser Drache, aber die Drache ist auch ein Stammbild im Himmel und umarmt, so halb umarmt, das kleine Bär. Es gibt die große Bär, das ist die Mama Bär, und die kleine Bär, das ist die Sohn von dem großen Bär. Und genau in diesem Bereich, also bei dem kleinen Bär, ist unser Nordpol als Orientierung im Nordhalbkugel die Polarstern. Die Polarstern, das ist, befindet sich im kleinen Bär. Und es sind zwei markante Sternbilder im Himmel. Man sagt auch große Wagen und kleine Wagen. Das ist wie ein Einkaufswagen im Himmel. Das ist sichtbar für uns. Und ich glaube, das kennt jede. Und genau in dieser Spitze befindet sich das Polarstern. Und unterhalb umarmt, so hat ganz nicht, sondern wie eine Schale, das Sternbild Drache. Und früher, vor 2800 vor Christus, also vor unserer Zeitrechnung, war die Nordpol in unserem Nordhalbkugel genau auf diesem Drache gezeigt. Und diesem Drachen, in diesem Sternbild Drachen, in diesem Sternbild Drachen ist ein Stern, heißt Tuban, und das war früher, vor einigen tausenden Jahren, war das für unseren Planet im Nordhalbkugel die Polarstern. Und es hat sich gewandert durch die Bewegung des Sonnensystems, das wird im Polarstern, hat sich verschoben, und wir nehmen die Polarstern jetzt im Sternbild kleinen Bär war. Und unterhalb von großen Bär und kleinen Bär befindet sich dieser Sternbild Drache. Kommt die Drache auch in die indische Mythologie auch vor und erklärt dieser Drachenkopf und Drachenschwanz, aber kommt auch bei die babylonische Schöpfungsgeschichte auch vor. Bei die babylonische Schöpfungsgeschichte ist der Schöpfungsgott, ist Marduk, und durch Marduk
Energie oder Kraft entsteht die Wald und er muss ein Drache besiegen und er schneidet dann, besiegt auch diese Drache und diese Drache lebte im Salzwasser und Marduk, dieser Schöpfergott bei den Babylonier, schneidete nach Länge nach diese Drache und von einem Teil entstand der Himmel und am anderen Teil auch die Erde, so beschreibt die babylonische Mythologie, also kommt auch vor die Drache, auch im Germanischen, Siegfried, die Drachentöter. Und das ist auch ein Symbol, dass wir all das verabschieden sollen jetzt. Ich möchte nicht das Wort benennen, töten, sondern einfach Abschied nehmen sollen, loslassen sollen, Altes, was uns hindert in unserem Leben, hinter dieser Vorwärtsbewegung. Und oft sind es gar nicht die Ereignisse oder die Einflüsse von außen, sondern ganz, ganz häufig sind es unsere eigenen Gefühle. Das kommt wie trojanische Pferd, wie die zerstörerische Kräfte, wie Hass, Neid, Eifersucht, Schuldgefühl, Undankbarkeit, Zweifel und Angst, ganz schlimm. Ist auch die Angst. Angst hindert uns immer. Und genau das sollen wir loslassen. Und das ist das Symbol, die Drachentöter. Genau das sollen wir an uns verabschieden. Und damit verabschiede ich auch. Und zum Schluss möchte ich aber noch erwähnen, dass ich auch Beratungen anbiete, schriftlich oder über Skype oder telefonisch. Und dann befindet sich meine Telefonnummer, auch meine E-Mail-Adresse oder Skype-Adresse. Und ich freue mich natürlich auch auf die Gespräche. Und ich bedanke mich für das Zuschauen. Eure Dendera.